Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Latein Nachhilfe Nummer 88, Seneca de Brevitate Vitae Teil 3. Ich werde heute den Seneca-Text, den ich euch in Teil 1 vorgesetzt habe, zu Ende führen. Und bevor ich mich der wörtlichen Übersetzung widme, scrolle ich einmal durch, was ich alles schon ins Netz gestellt habe und bedanke mich bei allen, die mir Mails schreiben. Egal, was Sie mir für Mails schreiben, ich bin bemüht, alle Mails halbwegs vernünftig zu beantworten. Manchmal fällt mir nicht so ein, was ich schreiben soll, aber ist nicht so schlimm. Gut, das war ein schnelles Durchscrollen. Schauen wir uns mal an, was wir heute machen. Und zwar, das ist, glaube ich, hier das obere. Ich gehe das noch einmal durch. Das war so im Teil 1 des Videos. Dann habe ich im Teil 2 so den mittleren Teil hier übersetzt und jetzt komme ich zu Teil 3. Ich mache hier mal so einen Absatz. Ja. Gut, es geht los. Ihr wisst, kolometrische Schreibweise, nach jedem Komma eine neue Zeile, nach jedem Semikolon eine neue Zeile, nach jedem Punkt zwei Leerzeilen und dann fängt ein neues Satzgefüge an. Das Satzgefüge liegt hier vor. Und ich werde einmal durchgehen und in einem ersten Anlauf, ich scroll einmal ganz nach unten, hatte ich ja auch Aufgaben hingeschrieben. Kolometrische Schreibweise, Verben nicht nur am Ende, Präpositionen, Haupt- und Nebensatz und die unbekannten Vokabeln bestimmen. Bei Seneca ist das schon fast alles. Seneca ist im Vergleich zu Caesar, Cicero nicht so ein Freund längster und kunstvollster Satzgefüge, sondern er ist eher kurz und knapp, aber auch nicht einfach in der vielfältigen Benutzung der Pronomina, die man als Schüler sowieso nicht so gerne lernt. Okay, Singuli tantum dies et hi per momenta presente sunt. Erstmal wenig Verben. Bei sunt, bei allen Formen von esse, bin ich der Meinung, guckt man immer links davor und nimmt das dann als Verbform mit. Adies praeteritim omnes aderunt und ad arbitriumtum inspicisse ac detineri patientur. Und wenn man so ein bisschen hinguckt, dann sieht man hier ac, so Verbinder, Konnektoren, inspici et detineri. Wenn man Seneca oft liest, dann kennt man den Infinitiv Präsens Passiv ziemlich gut. Deshalb markiere ich den hier mal. Habt ihr natürlich herausgefunden, weiß ich, weiß ich. Präpositionen mit den nachfolgenden Ausdrücken. Per momenta. Per momenta. Durch die Momente. Von Moment zu Moment. Von, ich mache mal was Nettes, von Augenblick zu Augenblick. Nehmen wir Adies, ad arbitrium. Arbitrium hatten wir oben, glaube ich, schon ein oder zweimal. Ad arbitrium tuum, sehe ich gerade. Ja, dann achten wir natürlich auf die KNG-Kongruenz. Zu deinem Schiedsspruch, zu deinem Urteil. Lassen wir das mal so stehen. So, das wäre schon fast alles. Dann macht man noch die einzelnen Vokabeln, die man nicht kennt und fängt natürlich, wir nehmen uns also das erste vor, schön systematisch. Sie sind anwesend. Und zwar, dann guckt man natürlich nach der alten klassischen Vorgehensweise, nicht hier in die Zeilen rein, ihr seht durch Komma getrennt, man weiß jetzt auch nicht, ist das ein Nebensatz, ist einfach ein Ausdruck oder mehrere Wörter ohne Verb. Geht man auch noch oben rein, also sie sind anwesend, wer Singuli tantum dies, tantum heißt nur einzelne Tage. Nur einzelne Tage sind präsent. Et hi per momenta. Und diese
und diese von Augenblick zu Augenblick. Ja, das lasse ich einfach so stehen. Inwieweit man das jetzt, das habe ich im zweiten Video gesagt, in den Kontext einbaut, inwieweit man das aufgrund der kontextlichen Gegebenheiten jetzt anders übersetzt, vielleicht, was weiß ich, was euch da gerade einfällt, das müsst ihr für euch beurteilen. Ich mache hier keinen, habe ich schon in dem letzten Video gesagt, keinen Grundkurs Philosophie auf der Grundlage der Seneca-Texte, sondern ich gebe schon an der einen oder anderen Stelle mal so einen Tipp, aber ich gebe eine wörtliche Übersetzung. Es gibt tausend andere, die sind viel schöner als meine, aber eben nicht erklärt, sondern nur in schriftlicher Form. Gut, lassen wir das so. Den nächsten, wieder so ein kurzer Satz. Ad dies preteriti. Ad, ein ganz starkes Ad. Ad, aber. Einzig und allein. Einzig und allein. Ihr seht, ich fange an zu interpretieren. Ja? Ich betone das ganz stark. Wenn jetzt jemand sagt, ich sehe da gar keinen Grund zu, dass ich jetzt einzig und allein, das ist mir viel zu stark. Ich mache da ein Und draus, weil ich die Aussage für nicht so wichtig halte. Dürft ihr alles machen. Einzig und allein. Ad erunt. Von ad esse. Sie werden herankommen. Einzig und allein. Alle Präteriti, dies Präteriti, die vergangenen Tage der Zeit, alle, einzig und allein, die vergangenen Tage, nee, doch, die vergangenen Tage der Zeit werden herankommen. Was auch immer das heißen möge. Ad arbitrium, achso, Semikolon. Ad arbitrium tuum, zu deinem Urteil. Patientur, pati. Erleiden, erdulden, ein Deponens, erleiden, erdulden, zulassen. Inspici, betrachtet werden. Detineri, festgehalten werden. Zu deinem Urteil betrachtet werden und festgehalten werden. Patientur, sie lassen es zu. Macht man damit jetzt, ja? Wenn ihr euch jetzt den ganzen Abschnitt anlest, nur einzelne Tage sind präsent und diese von Augenblick zu Augenblick, einzig und allein die vergangenen Tage der Zeit werden herankommen. Zu deinem Urteil betrachtet werden und festgehalten werden, sie lassen es zu, betrachtet zu werden und festgehalten zu werden. Wer sich das jetzt zwei, dreimal durchliest, fängt natürlich an zu fantasieren. Ja, was soll ich sagen? Also man erzählt einfach eine Geschichte dazu, aber dann interpretiere ich, ich mache es einmal und werde es dann bereuen. Jeder Tag geht, ist da und geht ganz schnell vorbei und nur das, was in der Vergangenheit ist, das kommt immer wieder heran. Das kann ich nehmen und kann es meinem Urteil unterwerfen, ich kann es betrachten, ich kann sagen, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht, ich kann die Vergangenheit festhalten, ich kann mich an was erinnern, ich kann es auch verwerfen, weil mir etwas aus der Vergangenheit nicht gefällt. Ihr seht, man kann da stundenlang drüber reden, aber das Video läuft mir sonst weg. Gut, machen wir einmal weiter. Präsens tempus brevissimum est. Ja, das ist ja in seiner Schlichtheit beeindruckend, finde ich. Ad eo quidem, kein Verb. Ut, endlich mal ein Nebensatz.
vibustam nullum videatur. Leider noch mit dem schwierigen Verb videri. Wir werden das hinkriegen. In cursu enim semper est. Semper est, semper. Es ist immer. Ja. Et fluid. Ja, wem da nichts einfällt. So. Desinit esse. Ich finde eben, manchmal hat der Mann super starke Sachen geschrieben. Ante quam venit. Nec magis moram patitur. Quam sidera. Quenumquam in eodem loco manent. Nee, ist das schön. Ja, erster Durchgang. Zweiter Durchgang, Präpositionen. Präsens, tempus, brevissimum est nichts. Ratio quidem, ut quibustam nullum videatur. In cursu. Eine Präposition. Im Fluss. Im Lauf. Im Lauf. Machen wir mal. Nec maris quam sidera quenupram in eodem loco. Ich unterstreiche das, glaube ich, an der gleichen Stelle, an der gleichen oder derselben. An derselben. An derselben Stelle muss es, glaube ich, heißen. Ja. Sie bleiben. Machen wir. Also, Präsens tempus brevissimum est. Das kann jeder. Die gegenwärtige Zeit ist die kürzeste. Die Gegenwart ist am kürzesten. Ad eo quidem. So sehr jedenfalls. So sehr. Also das sind jetzt einfach, nicht, dass ihr sagt, wieso übersetzt man das einfach, das sind jetzt einfach Vokabelnachschlagungen im Lexikon. Ut quibustam, ihr seht dieses quibustam ohne Bezugswort, ja, Dativ oder Ablativ Plural, nullum videantur, das ist auch ohne Bezugswort und das ist schwierig. Videri kann ich euch, wisst ihr, im Passiv, also videre heißt sehen, videri scheinen. Das quibustam, irgendwelchen nullam, nichts erscheint. Das ist eine Stelle, wo man sagen muss, dass Seneca schwierig ist, auch als Schriftsteller. Obwohl er, ihr seht hier, mit ganz einfachen Wörtern operiert, operiert er natürlich mit so wenig Wörtern, dass man sich die Hälfte dazu denken muss, was meint er jetzt mit quibustam? Das ist ja immer bei Pronomen so, was meint er mit nullum? Das gehört bei Seneca dann sicherlich auch zu den Aufgaben der Interpretation. Die Schriften sind eben so gehalten, dass sich jeder an dieser Stelle entsprechende Gedanken machen muss. Und ich habe da oben schon was dazu gesagt, das lasse ich jetzt erstmal weg. In cursum enim, im Lauf nämlich, semper est, ist es immer. Im Lauf nämlich, semper est. Im Lauf nämlich, ja, ich, ist alles, ihr seht, ich interpretiere. Und fließt. Ja, wem da natürlich nicht das berühmte Pantare, alles fließt, einfällt, ja dann. Desinit esse. Es lässt ab zu sein. Oder er sie es lässt ab. Weiß man auch nicht, ja. Er sie es lässt ab zu sein. Ante quam venit, bevor er sie es kommt oder gekommen ist. Bevor er sie es kommt, gekommen ist. Kommt dann Komma? Ja.
Fett, er sie es kommt, gekommen ist. Nec magis moram patitur, quam sidera. Mora, Zeit, Sitte und nicht mehr Zeit. Bleibt, verweilt, bleibt, verweilt. Er, sie es, das ist einfach noch nicht geklärt, was das ist. Verweilt. Er, sie es. Und nicht mehr Zeit bleibt, verweilt er, sie es. Quaenumquam, ach, quam sidera. Oh, entschuldigt. Wie Sterne. Quae. Ja, das kann man jetzt natürlich erraten. Die niemals an derselben Stelle bleiben. Die niemals an derselben Stelle bleiben. Ja, Frage natürlich ist, was ist das? Das kommt, nicht lange verweilt und geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Philosophieren. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben in Seneca. Ich mache noch ein Stück über Seneca, weil es mir so gut gefällt, weil es auch ein Lehrer und, nee, nicht Lehrer, ein Zuschauer oder Zuhörerwunsch war. Ein kleiner Abschnitt muss noch bleiben, einer der berühmtesten. Ihr seht, der Schriftsteller hat trotz seiner einfachen Sätze kein Ablativus absolutus, keine Partizipialkonstruktion, keine auf drei Ebenen ineinander geschachtelten Nebensätze, seine Schwierigkeiten. Ein Alltagsphilosoph, zu dem man stehen kann, wie man will, das habe ich ja schon im ersten Video gesagt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, hoffe, dass ich euch so ein bisschen Eindruck, einen kleinen Eindruck geben konnte. In Seneca, ein Video kommt noch. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie mir. Ich versuche sie zu erfüllen. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.